Wir wollen hier wieder vereinfachen, und zwar hier Wurzel 4 mal Wurzel 4 mal die Wurzel aus 5. Was sehen wir? Klar, wir haben hier die identische Wurzel, eine identische Wurzel gegeben. Das erinnert uns an diese Regel. Wenn wir zwei identische Wurzeln miteinander multiplizieren, ergibt das genau den Wert, der unter der Wurzel steht. Also das heißt, wir picken uns sozusagen erst einmal diesen Teil heraus und wissen, okay, Wurzel 4 mal die Wurzel aus 4 ist gleich 4. Überlegen wir kurz, warum. Denn wir können das unter eine Wurzel schreiben, also Wurzel 4 mal 4. Das ist gleich die Wurzel aus 16 und die Wurzel aus 16 ist dann wieder 4. Also das nur als kleiner Hinweis. Also wir setzen sozusagen das hier oben dann ein. Also wir haben hier Wurzel 4 mal die Wurzel aus 4 mal die Wurzel aus 5. Das hier können wir zusammenfassen zu 4 und dann hätten 4 mal die Wurzel 5. Mehr können wir hier nicht zusammenfassen, denn wir haben hier ja keine Wurzel mehr gegeben und deshalb sind wir hier fertig.